Hallo zusammen, Eizocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Falsche Prophezeiungen anzunehmen bei Zul der Prophet in Zuldazar. An dieser Position nehme die Quest gleich mal an. Nun darf ich mich zu dieser Position begeben. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, entweder zu dem Flugpunkt reiten oder zu dem. Oder die Flugpfeife benutzen, falls man die Quest mit 120 macht. Oder ein Ruhestein, falls ihr ihn dahin gelegt habt. Ich werde jetzt erstmal einfach so reiten. Und mein Ziel ist dieser Flugpunkt hier. Somit muss ich nicht die ganze Pyramide nach oben laufen. Und da ich ausgehe, dass der Flugpunkt auf der Pyramide automatisch für jeden freigeschaltet ist, wähle ich auch keinen Flugpunkt, den jemand nicht haben könnte. Oh, ich glaube, das ist jetzt falsch. Ja, es war falsch. Ich muss den Weg hier erstmal entlang. So. Frag mich jetzt, was kürzer ist. Pyramide hoch oder zum Flugpunkt begeben. Der Flugpunkt ist ungefähr hier gegenüber. Ich teste das mal. Einfach hier ins Wasser springen. Oh, das war knapp neben das Wasser. Dann diesen Weg hier nach oben. Und hier irgendwo muss der Flugpunkt sein. Genau. Hier ist er. Also ich nehme diesen Flugpunkt an dieser Position. Der ist auf dieser Map von der Stadt Dasar Alor noch nicht eingezeichnet. Bin hier in der Beta. Flugmap ist grün, aber egal, hier einfach das große Siegel wählen und dann fliege ich nach oben. Ich finde, das ist wesentlich kürzer so. Natürlich ist es mit dem Ruhestein noch kürzer. Bin auch schon hier oben. Ich weiß gar nicht allerdings, ob man einen Ruhestein irgendwo hier hinlegen kann, aber ich glaube schon. Hier in diesen Aufzug. Der ist so, glaube ich, jetzt unten. Perfekt. Hoppala. Falsch abgebogen. Ich muss hier lang. Quest ist abzugeben bei König Wasserkahn in Dasar Alor in dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, das Video hat euch geholfen. Ciao.